einen wunderschönen guten Abend. Zunächst erstmal eine Information. Wie wir ja alle wissen, haben wir zurzeit alle ziemlich Schwierigkeiten, auf den Honigmann-Block zu kommen. Aber es wird daran gearbeitet. Russland wird das wohl in den Griff kriegen. Dennoch sollte man es immer wieder versuchen, auf die Seite zu kommen. Irgendwann funktioniert es danach. Die Lösung des Problems steht also in Aussicht. Kommen wir zu den Honigmann-Nachrichten vom 9. Oktober 2017 mit der Nummer 1194. Glasgow. Viele Singvögel zieht es in die Städte, da dort das Nahrungsangebot größer ist als im Wald. Trotzdem ist ihre Fortpflanzungsrate in Wohngebieten geringer als in freier Natur. Zumindest bei Blaumeisen liegt das an der schlechteren Qualität der Nahrung, mit der die Jungen gefüttert werden. Die Vogeleltern finden im Stadtgebiet deutlich weniger Raupen, als für eine optimale Ernährung der Brut nötig wäre. Reste menschlicher Lebensmittel oder Meisenknödel mögen für erwachsene Vögel üppige Futterquellen sein, zur Aufzucht der Jungen eignen sie sich nicht, was den geringen Bruterfolg damit erklärt. Universal-Antitoxin-Neuropeptid-Komplex. Es spielen die Neuropeptid-Mineralkomplexe eine sehr große Rolle, zumal es einmalig weltweit eine Informationsaufprägung auf Silizium-Datenträger für jede Zelle beinhaltet. Davon träumt die Weißkittel-Schulmedizin. Ich habe es seit über 10 Jahren und habe mit Professor Hecht damit auf meine Intention begonnen. Ich kann mich nicht über einen eingetretenen Gesundheitsschaden freuen, aber jeder hat es gewusst. Ich habe gewarnt und der Schöpfer straft ganz gewiss, wie ihr seht. Da habe ich keinerlei Anteile daran. Das Wirkspektrum beinhaltet nicht nur bakterielle Infektionen, sondern virale, Fungizide und falsche Zellteilungen sowie Intoxikationen und Schäden durch radioaktive Isotope. Alle Komponenten werden somit verstoffwechselt und haben eine Aufgabe zur Therapierung von Pathologien. Die Größe der Partikel ist bis 0,001 Nanometer möglich. Somit haben alle Botenstoffe und Neuropeptide im Nano-Shuttle-System einen Transporter, der bei Verstoffwechselung extrem gesundheitlich positive Fähigkeiten freisetzt. Diese sind allesamt von mir in Europa patentiert und somit geschütztes Wissen, was vor Geistesraub natürlich nicht schützt. Natürlich halte ich exzellentes Wissen zurück, das ist aber noch zu früh, die Menschen sind noch nicht so weit oder werden es zu Lebzeiten nicht mehr sein. Lest meine Patente, da steht genug drin, was noch lange Welthöchststand sein wird, die Steuerung von Daten und die Verhinderung des Missbrauchs von Daten. Das Babsi-Komplexsystem wird noch lange die Vormachtstellung behalten, weil es nichts Größeres derzeit gibt. Und dieses versteht ihr so schon nicht, sprecht aber vom Aufstieg in die höhere Dimension. Das ist krank. Frankfurt EZB Krisenkurs. Die EZB weigert sich, den Leitzins über 0% anzuheben. Das kann zur größten Insolvenzverschleppung in der Geschichte der Menschheit und einer schleichenden Enteignung der Bürger führen, warnte Finanzexperte Friedrich im Sputnik-Interview. Das Problem wurde exponentiell erhöht und diesmal wird der Aufschlag definitiv tödlich sein. Wir haben es in unseren Büchern immer wieder erwähnt. Wir müssen die EZB-Politik sofort stoppen, den Euro rückwirkend zurückführen und ablegen. Wir müssen nationale Währungen wieder einführen und Schulden erlassen, vor allem in Südeuropa. Wir müssen Banken endlich pleite gehen lassen können. Richtig. Unternehmen müssen es auch, wenn sie nicht mehr können. New York, USA. Eine Untersuchung der US-Großbank JP Morgan zur finanziellen Lage der größeren US-Städte zeigte, es sieht für viele von ihnen sehr schlecht aus. Nicht nur Chicago oder das immer wieder in den Schlagzeilen stehende Detroit befinden sich in einer finanziell äußerst schlechten Lage, auch diverse andere Städte quer durch das Land. Dabei bewertete JP Morgan jede größere Stadt in den USA danach, wie viel Prozent des jährlichen Budgets dafür benötigt werden, um die Zinsen für die Schulden,
die Pensionszahlungen und andere Unterstützungsleistungen für die Altersvorsorge zu decken. VSA Gentech Äpfel. In den VSA werden in diesem Herbst erstmals größere Mengen gentechnisch veränderte Äpfel in Supermärkten angeboten. Das Unternehmen Okanagan Specialty Fruits hat im Magazin America Fruit mitgeteilt, dass es rund 9000 Tonnen seiner Arctic Apples ernten werde. Sie wurden gentechnisch so verändert, dass ihr Fruchtfleisch nach dem Aufschneiden nicht braun wird. Und wenn es gut geht, fehlen dann auch noch die Kerne, so wie das bei anderen Obstsorten schon lange zu beobachten ist. Washington, Saudi-Arabien. Die VS-Regierung hat den Verkauf des Raketenabwehrsystems TAT an Saudi-Arabien für 15 Milliarden Dollar zugestimmt. Der Verkauf stärke die Sicherheit der VSA und unterstütze die langfristige Sicherheit Saudi-Arabiens und der Golfregion angesichts der iranischen und anderer regionaler Bedrohungen, erklärte das VS-Außenministerium am Freitag, wie die französische Nachrichtenagentur AFP bekannt gab. Kuba, Irma, Folgenbeseitigung. Einen Monat nach Durchzug des Hurrikans Irma konnten in Kuba große Teile der Infrastruktur wiederhergestellt werden. Die meisten Städte und Ortschaften haben Strom. Kraftwerke und Solaranlagen sind instand gesetzt, Wasserleitungen wurden repariert, beschädigte Häuser schnell wieder bewohnbar gemacht, zerstörte an derselben oder an anderer Stelle erneut wieder aufgebaut. La Paz, Santa Cruz, Bolivien. In Bolivien hat unter dem Titel Die mediale Schlacht ein Seminar stattgefunden. Dabei kamen am vergangenen Wochenende Experten aus Lateinamerika mit Aktivisten und Führungspersonen sozialer Bewegungen zusammen. Diskutiert wurden geeignete Mittel gegen die Medienkampagnen aus den VSA, die die progressiven Regierungen der Region destabilisieren oder stürzen sollen. Libanon, Israel. Libanesische Sicherheitskräfte haben ein Spionageteam verhaftet, das dem israelischen Geheimdienst Mossad zugehörig war. Dem Spionageteam, bestehend aus drei Agenten, wird eine Verbindung zum zionistischen Regime und Spionage für den Mossad zur Last gelegt, hieß es laut der Tageszeitung Al-Akbar am Samstag. Teheran, Iran, Afghanistan. Laut dem Chef der iranischen Sicherheitskräfte, Generalmajor Ashtari, werden die meisten Drogen im Iran über Afghanistan und die östlichen Grenzen ins Land geschmuggelt. Er sagte, beim Kampf gegen den Drogenschmuggel haben bislang rund 4000 Polizisten und Sicherheitskräfte ihr Leben verloren. Türkei, Syrien. Wie der türkische Präsident Erdogan am Samstag mitteilte, habe die Türkei im Westen Syriens in der Idlib-Provinz neue Militäraktionen gestartet. Sie würden von der Türkei unterstützten Freien Syrischen Armee durchgeführt. Die türkischen Truppen lieferten der Armee Unterstützung, während russische Truppen Luftunterstützung bereitstellten. Indien, Myanmar. Am kommenden Dienstag will die muslimische Rohingya-Miliz ARSA die von ihnen ausgerufene Feuerpause gegen die buddhistische Regierung von Myanmar beenden. Unterdessen fordert Indien Gerechtigkeit für die Ermordung von 48 Dorfbewohnern durch Rohingya. Japan, Flüchtlinge. Die Einwanderungspolitik Japans schützt die Nation gegen den Terrorismus und gegen den Einbruch der Wirtschaft. Laut einem neuen Reuters-Bericht nahm Japan im ersten Halbjahr 2017 nur 3 Flüchtlinge auf, trotz der Rekordzahl von insgesamt 8.561 Asylanträgen. Im ersten Halbjahr 2016 nahm Japan nur 4 Flüchtlinge auf. Gesamt akzeptierte Japan 2016 28 Flüchtlinge. Moskau, Russland, Gold. Die russische Zentralbank hat die Anschaffung von Goldreserven im letzten Jahrzehnt mehr als verdoppelt. 1250 Tonnen Gold kamen hinzu, um sich von ausländischen Währungen, insbesondere dem VS-Dollar, angesichts der Anti-Russland-Politik Washingtons unabhängig zu machen. Falls sich der Trend auf gleiche Weise fortsetze, werde in diesem Jahr mehr als 200 Tonnen eingekauft. Dies entspricht den Einkäufen aus den beiden Vorjahren 2015 und 2016 zusammengerechnet. Dem World Gold Council nach
ist Russland nicht nur der größte Abnehmer von Gold, aber auch der weltweit drittgrößte Produzent des Edelmetalls. Moskau, Pjöngjang. Nordkorea will in Kürze Tests einer Langstreckenrakete durchführen, die in der Lage sein soll, die Westküste der Vereinigten Staaten zu erreichen, teilte der russische Abgeordnete Morozov nach einer Reise nach Pjöngjang mit. Sie haben uns sogar ihre mathematischen Berechnungen gezeigt, die eine Reichweite bis zur Westküste der VSA belegen, sagte er gegenüber RIA Novosti am Freitag. Russland, Wirtschaft. Analysten von HSBC, Trink, Aus und Burkhardt stellen laut Aktiencheck.de eine verbesserte Wirtschaftsentwicklung in Russland fest. Nach den Rezessionsjahren 2015 und 2016 zeichnet sich fürs laufende Jahr ein Bruttoinlandsprodukt plus von 1,7% ab. Für 2018 rechnen die Analysten von HSBC, Trink, Aus und Burkhardt mit einer Steigerung der Wirtschaftsaktivitäten um 2,0%. Kiew, Donbass, Minsk. Das umstrittene Gesetz zur Reintegration des Donbass wurde am Freitag vom ukrainischen Parlament mit knapper Mehrheit verabschiedet. Der Abstimmung in der Werchowna Rada waren tumultartige Szenen vorausgegangen. Das Gesetz besiegelt die Absage Kiews an den Minsker Friedensprozess. Barcelona, Katalonien, Spanien. Die Situation in Katalonien bleibt unübersichtlich und konfus. Immer mehr Firmen machen sich Sorgen um die Zukunft. Eine Großbank zieht bereits nach Südspanien um, weitere könnten folgen. Experten befürchten eine Eskalation des Streits mit Madrid. Das katalanische Regionalparlament wird trotz des Verbots durch das spanische Verfassungsgericht am Montag zusammentreten. Oslo, Friedensnobelpreis. Der Friedensnobelpreis 2017 geht an die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen. Mit der Bekanntgabe dieser Entscheidung hat das Komitee am Freitag in Oslo in diesem Jahr mal eine seriöse Kandidatin gekürt. Der Preis ist mit 8 Millionen schwedischen Kronen, was in rund 840.000 Euro sind, dotiert und bringt in einer Phase angeheizter Konflikte den Kriegsgegnern zusätzliche Ressourcen. Budapest, Brüssel, Soros, Migrantenflutung. Der ungarische Premier Orbán hat im Radiointerview vom Soros-Plan gewarnt, Millionen Migranten nach Europa zu holen. Der Brüsseler Apparat gehe genau nach dem Soros-Plan vor, so Orbán auf Kossuth Radio, jedoch sei Ungarn kein Land von Idioten, das so tue, als sei das alles rein zufällig passiert. Polen, Rosenkranzfest, Anti-Islamisierung. Tausende Polen kamen am Samstag um 14 Uhr beim Rosenkranzfest zusammen und bildeten einen symbolischen Verteidigungsring um ihr Land. Ganz Polen war von einem Gebet umhüllt. Die Aktion ist eine direkte Reaktion auf den Streit mit dem EU-Parlament, in dem es darum geht, dass Polen sich weigert, muslimische Migranten aufzunehmen. Deutschland, Exhibitionisten, Migranten. Das durch eine verantwortungslose Einwanderungspolitik neben Überfällen, Schlägereien, Vergewaltigungen und anderen Verbrechen jetzt auch die Zahl der Fälle von exhibitionistischen Handlungen im Steigen begriffen ist, sollte nicht sonderlich verwundern. Hier einige wenige Einzelfälle derartiger Vorkommnisse der letzten Tage. Bitte selber weiterlesen unter Nummer 22. Nürnberg, Deutschland, Migranten, Harzer. Gemäß einer Mitteilung der Bundesagentur für Arbeit erreicht die Zahl der Ausländer, die Hartz IV beziehen, erstmals die 2-Millionen-Marke. 1.997.519 ausländische Empfänger gab es Ende Juni. 406.570 bzw. 25,6% mehr als zur Jahresmitte in 2016. Davon sind 1,49 Millionen erwerbsfähig. Nur 507.282 gelten als nicht erwerbsfähig. Die meisten der ausländischen Arbeitslosengeld-II-Empfänger stammen aus Syrien, nämlich 564.277. Viele davon sind Asylbewerber. Merkel, Deutschland, AfD. Professor Dr. Meuthen.
Liebe Leser, seit Jahr und Tag werden wir als Alternative für Deutschland nicht müde, darauf hinzuweisen, dass die gesamte von Frau Merkel initiierte Masseneinwanderung über das Asylrecht komplett rechtswidrig ist. Sie verstößt bis zum heutigen Tage gegen längst geltendes Recht. Deutschland, Policenausverkauf, Verzinsung. Experten erwarten, dass die Verzinsung für Lebensversicherungspolicen ab fürs kommende Jahr sinken wird. Aufgrund des weiterhin anspruchsvollen Zinsumfeldes gehen wir auch für 2018 von fallenden Überschussbeteiligungen aus, sagt Lars Heermann von der Ratingagentur Assicurata der Welt am Sonntag. Die Überschussbeteiligung ist die laufende Verzinsung für klassische Lebens- und Rentenversicherungen. Die gute Nachricht. Guten Tag, sagte der kleine Prinz. Guten Tag, sagte der Händler. Er handelte mit höchst wirksamen, durststillenden Pillen. Man schluckte jede Woche eine und spürt überhaupt kein Bedürfnis mehr zu trinken. Warum verkaufst du das? Fragte der kleine Prinz. Das ist Zeitersparnis, sagte der Händler. Die Sachverständigen haben Berechnungen angestellt. Man erspart 53 Minuten in der Woche. Und was macht man mit diesen 53 Minuten? Man macht damit, was man will. Wenn ich 53 Minuten übrig hätte, sagte der kleine Prinz, würde ich ganz gemächlich zu einem Brunnen laufen. Und die zweite gute Nachricht, heute geht es mal um Goethe. Goethe gilt bis heute als Universalgenie und bedeutendster Dichter Deutschlands. Er hat nicht immer mit Schiller zusammen als Repräsentant der Weimarer Klassik seine Zeit geprägt und Gedichte und Dramen geschrieben, sondern sich auch mit verschiedenen naturwissenschaftlichen Themen auseinandergesetzt. Bekannt wurde unter anderem seine Farbenlehre. Johann Wolfgang von Goethe wurde am 28.08.1749 in Frankfurt als Sohn eines vermögenden Juristen geboren. Aufgrund dieses Vermögens war es Goethe möglich, ein unabhängiges Leben ohne finanzielle Nöte zu führen. 1750 wurde seine Schwester Cornelia geboren, die besonders in der gemeinsamen Jugend eine enge Vertraute von Goethe war, bis sie 1777 starb. Vier weitere Geschwister starben gleichfalls noch vor Ablauf des Kindesalters. Goethes schulische Ausbildung fand im Haus seines Vaters statt. Auf Drängen von diesem nahm Goethe 1765 ein Jurastudium in Leipzig auf. Dort besuchte er auch Vorlesungen in Philosophie und Poetik, sodass er sich in die Literatur der Aufklärung und der Empfindsamkeit einarbeiten konnte und besonders Wieland und Lessing zu schätzen lernte. Hier entstanden Goethes erste Liebesgedichte, zum Beispiel der Gedichtzyklus Annette. Sein Gedichtband Neue Lieder wurde gedruckt. Nach einem gefährlichen Blutsturz und der Wiedergenesung verfasste Goethe im Laufe der Zeit einige Dramen und Prosawerke, darunter der bekannten Briefroman Die Leiden des jungen Werthers, der eine europaweite Wärterhysterie auslöste. Er lernte Charlotte von Stein kennen, mit der ihn eine lebenslange Freundschaft verband. 1779 wurde er zum Geheimen Rat ernannt und hielt Vorlesungen über Anatomie. Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Möge der Anrufer heute sein Klingeln selber hören. Ja, ich wünsche einen wunderschönen Montagabend und verbleibe wie immer eure Biene vom Honigmann. Und tschüss und viele liebe Grüße wie immer an alle.